Trainer Frankie Bollands trägt diesmal einen Glücksbringer bei sich, den Schal unserer Fanclubs. Und bereits in der Anfangsphase macht die Austria gegen Stadelbauer viel Druck. Philipp Hütter mit einem ersten Warnschuss. In der 20. Minute dann auch der Führungstreffer, Freistoß Sandro Zaccani und Ambrosoldo mit dem Kopfball zum 1:0. Der Eigenbauspieler und Nachwuchstrainer der Austria froh, dass der Bann gebrochen ist. Ja, vor allem gestern im Abschlusstraining haben wir eigentlich Abschlüsse trainiert, weil wir am Dienstag einige Chancen liegen gelassen haben und heute sind sie Gott sei Dank reingegangen. 8 Minuten später legt die Austria nach. Philipp Hütter im Fallen mit der Vorarbeit für Thomas Hirschhofer und 2:0. Philipp Hütter nach seiner Verletzungspause als Vorbereiter erfolgreich. Ich habe jetzt einen Muskelfasereinriss gehabt, war jetzt 3 Wochen out. Habe noch ein paar Einheiten gemacht, dann habe ich schon das erste Spiel gespielt gegen, hilf mir schnell. Guten, danke. Ja, jetzt komme ich wieder besser rein, die Fitness fällt mir noch ein bisschen, aber es wird immer besser und ja, das passt. Hütter holt nach der Pause auch den Elfmeter für die Austria heraus und das ist ein Fall für den Kapitän. Sandro Zaccani mit dem 3:0. Das gefällt natürlich auch dem Publikum. Die Austria ab diesem Zeitpunkt mit einem Mann mehr am Spielfeld und mit viel Selbstvertrauen. Und mit dem 4:0. Sandro Zaccani trifft nach schöner Vorarbeit per Kopf. Die Fanclubs und der Nachwuchs in Feierstimmung. Und dann kam er. Ambrosoldo mit einem Traumtreffer zum 5:0. Ja, der Ball ist von mir gut aufgekommen. Ich habe aufgeschaut, habe gesehen, dass der Daumen ein bisschen draußen ist und habe ihn halt auf gut Glück einmal umgezogen. Der ist super reingegangen. Und ja. Auch der Anschlusstreffer von Stadelbauer kann die Stimmung nicht trüben. Die Austria in der Nachspielzeit sogar noch fast mit dem 6. Treffer. Am Ende ein 5:1 Erfolg und Sandro Zaccani auch nach dem Spiel in der Kabine in Höchstform. Der Kapitän mit viel Lob für seinen Doppelpack-Kollegen Ambrosoldo. Ja, wenn er vor der Partie gesagt, wenn er wieder mal ein Tor schießen wird, läuft immer im Training und schießt Tore ab und zu, aber im Match hat er einfach keine Lust, weiß nicht, was mit ihm los ist. Na, Spaß beiseite, brav, super Partie von uns heute, super Reaktion für den Dienstag. Heute waren wir echt kompakt geschlossen, ja. Da war die Partie natürlich mit 3:0 entschieden. Aber es ist natürlich verdient da. Wenn du mit Willen reingehst in 16er, dann kommt der Foul aus und dann kriegst du einen Elfer bei 2:0 und dann ist 3:0 und dann ist Ende. Und das haben wir uns heute verdient. Ich bin sehr stolz auf meine Truppen, alle haben brav gespielt. Ein bisschen ein Wermutstropfen ist, dass wir ein bisschen zu hektisch waren, wo wir einmal mehr waren. Das sage ich aber dann auch in der Kabine, das wissen auch die meisten. Da müssen wir einfach ruhiger spülen, das einfach oberspülen. Weißt, wenn man Spieler den dritten Tag spült, dann musst du 10 einfach Kraft sparen. Es ist so. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Geiler, sagen wir mal, ein schönes Wochenende. Und dann geht es Montag jetzt wieder weiter. Trainer Frankie Bollands sollte künftig immer den Glücksschal auspacken. Dann gibt es vielleicht noch öfter ein Lächeln. 90, 90, alle, alle.